Gute, meine Freunde, wir sind wieder zurück hier in Banished in Frankfurt, unserer wunderbaren Stadt, und es gibt einiges zu tun. Ich habe wieder ein bisschen was offscreen gemacht, aber nicht viel, das werde ich jetzt kurz zeigen. Und zwar plane ich hier einen weiteren Jäger, denn seht euch das an, wir haben nur noch zwei Kleidung und unsere Leute rennen quasi nackt rum. Eben lief schon der erste, ja, durch die Gegend, der gefroren hat. Das darf es natürlich nicht geben in Frankfurt. Hunger, Durst, okay, aber nicht die Menschen nackt auf der Straße, das ist widerlich. Und unser Friedhof ist bald fertig. Ich habe da mal auf Pause gedrückt, ihr sollt schon sehen, wenn unser glorreicher Friedhof hier am Außenbezirk von Frankfurt fertig wird. Ja, und ich würde sagen, ich mache hier das Pause-Symbol weg. Der Förster, Quatsch, der Jäger ist auch schon unterwegs, damit wir mehr Tierhäute bekommen. Und was machen denn unsere Hühnchen? 18 von 27, ja, die Hühnerzucht, die läuft. Das heißt, Pausenmodus weg. Ja, des Weiteren habe ich hier die Straße ein bisschen umgebaut. Dann kriegen wir hier nämlich noch drei Häuser hin, genauso wie hier. Und ich habe hier irgendwo noch ein Haus hingesetzt. Und ich glaube, das war es schon fast. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein Haus gebaut. Ich bin mir gerade unsicher. Da haben wir doch schon wieder jemanden nefriert. Nein, das wollen wir nicht. Na, meine Kleine, wo willst du hin? In den Steinbruch. Oh, wie schön. Eine schöne Arbeit. Wie gesagt, hatten wir schon mal... Traumberuf, Steine kloppen, jawohl, gleich nach Minenarbeiter oder Gerber, schön in der Pisse rumstampfen, das ist auch cool. So, ich liebe es, wenn sie hier die Felder aussehen, das heißt immer jede Menge Nahrung. Wir sind im Moment bei 7000, ach, ich wollte euch ja auch mal den Nahrungsgraf zeigen. Und zwar kann man sich hier gewisse Graphen anzeigen lassen. Hier Nahrung, Bevölkerung können wir uns anzeigen lassen. Wir wollen mal Nahrung sehen, und zwar im Verlauf der letzten, ja, 25 Jahre, 32 haben wir. Und dann sehen wir hier diese große Hungersnot, die wir da hatten. Das hatte ich ja erzählt, da hatte ich Riesenprobleme und da habe ich es wirklich kurz vorm Exitus abfangen können. Dann ist es nochmal kurz ein bisschen abgesackt und jetzt steigt unsere Nahrung stetig, wobei sie jetzt wieder ein größeres Gefälle hat und sich jetzt langsam so einpendelt auf einem Niveau, nämlich so bei 7000, wobei jetzt sind wir bei 8000 wieder. Ja, da sieht man auch immer schön, wo der Winter war, da sackt es nämlich immer ab mit der Nahrungsproduktion. Aber ich denke mal, wir werden uns jetzt hier so bei 7000, 8000 einpendeln, aber falls es anfängt zu fallen, und das relativ schnell, habe ich ja noch Kapazitäten übrig, die ich hier auf, wo ich hier Arbeiter einteilen kann. Und die Hühnerzucht kommt ja auch noch hinzu, das darf man nicht vergessen. Das gibt ja dann auch nochmal jede Menge Nahrung. Im Moment produzieren wir 150 Eier pro Saison. Das ist natürlich nicht schlecht, aber da wird ja später noch das Fleisch dazukommen. Das heißt, da haben wir mit einer Person nochmal eine Konstante, was Nahrungsproduktion betrifft, die uns doch hilft. Jetzt habe ich den Friedhof verpasst. Egal, 80 Gräber, ich glaube, das ist wirklich das Größte, was man so bauen kann an Friedhöfen. Damit sollten wir erstmal Ruhe haben. Der wird sich jetzt Stück für Stück füllen, das ist traurig, ist aber so. Und hier sehen wir schon wieder, unser Schneider kann nicht arbeiten, weil es keine Tierhäute gibt. Was macht denn unser Jäger dort hinten? Ach, der ist fertig. Jawohl, ja. Dann kann ich doch, sobald ich wieder ein bisschen Kapazitäten übrig habe, und zwar jetzt, einen Jäger einsetzen. Habe jetzt einen Bilder weggenommen, weil im Moment brauche ich keinen. Den werde ich jetzt auch nochmal zu einem Arbeiter machen, weil im Moment bauen wir nichts. Okay, jetzt habe ich hier mein wunderbares Fenster wieder zugemacht. So, ich habe auch gerade gesehen, einen Arbeiter haben wir schon direkt gebraucht, weil jemand gestorben ist an Altersschwäche. Das kommt nun mal vor. Ich hoffe, er hat ein schönes Leben in Frankfurt. Dann können wir auch gucken, da ist das erste Grab. Also ich finde es schön, man sieht es direkt, man sieht wirklich jedes Grab auf dem Friedhof. Es sind immer zufällige Grabsteine und an zufälligen Positionen. Das sieht doch ganz nett aus. So, Reserve of Iron is low. Ja, das schreit doch nach unserem nächsten Projekt, und zwar einer Mine. Moment, wir haben doch eine Mine. Fällt mir gerade mal so ein, da arbeitet halt nur eine Person drin. Naja, gut. Na, im Moment brauchen wir nicht so viel Iron, wir haben jetzt auch ein bisschen was verbraucht. Da werde ich dann bei Bedarf vielleicht noch ein paar mehr Miner einsetzen müssen. Ja, ich habe ja hier jede Menge Students, die brav zur Schule gehen, um dann fröhliche Minenarbeiter zu werden. Firewood haben wir schon wieder aufgestockt, dann machen wir doch hier 600 raus. Ich finde das schön. Nein, da war ein Trader, den habe ich verpasst. Mist. So ein Pech. Ja, im Moment baue ich auch keine neuen Felder. Ich könnte zwar, ganz ohne Frage, aber das bringt mir ja nichts. Ich habe ja nicht genug Farmer.
Das ist das Problem. Ich habe ja jetzt schon nicht genug, um dieses eine Feld zu bestellen. Das heißt, ein zweites Feld wäre völlig witzlos. Was ist hier? Ja, Lock Limit. Na, das ist okay. Die sollen ruhig als normale Arbeiter arbeiten, solange wir hier nicht genug Iron haben, kann ich nämlich noch welche losschicken, die jetzt hier ein bisschen Iron abbauen. Es ist ganz schwierig. Irgendwie, ich sage mal die englischen Begriffe, ich weiß, das ist richtig schlimm und hässlich, aber ich kann einfach nicht anders. Irgendwie, wenn man es die ganze Zeit so vor sich stehen hat, dann muss man es irgendwie auch sagen. Ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch. So. Nein, ein Gatherer ist gestorben. Aber, oh, wir haben Arbeitskräfte. Das heißt, die werde ich jetzt auch nochmal verteilen. Ich will auf jeden Fall... Was will ich denn auf jeden Fall? Noch einen Jäger, das hatten wir ja gesagt, den brauchen wir dringend. Und dann will ich auf jeden Fall noch einen Farmer. Und jetzt kam noch einer hinzu, dann mache ich noch einen Farmer. Und dann denke ich mal, haben wir jetzt einigermaßen wieder unsere Nahrungsproduktion aufgestockt. Die steigt auch noch weiter, unsere Nahrung. Also das ist im Moment echt nicht unser Problem. Was ein Problem werden könnte... Es gibt ja die Möglichkeit, dass Nomaden hier auftauchen. Die sammeln sich dann hier in der Stadthalle und dann kann man die akzeptieren, wenn man das möchte. So, dann hat man aber erstmal ein Wohnungsproblem. Und um das abzufangen, kann man hier so ein Boardinghaus machen, so eine Armensiedlung, so eine Übergangswohnung. Da können dann auch Leute einziehen, zum Beispiel, wenn man mal ein Haus abreißt, um es in ein Steinhaus später umzuwandeln. Und ja, das werden wir jetzt einfach hier platzieren. Das habe ich mir vorher angeguckt. Das passt perfekt hier rein. Und dahinter haben wir noch Platz für Häuser. Das heißt, ein wunderbarer Spot für dieses Haus. Und ich schätze mal, ja, das wird sich lohnen. Das ist quasi unser Hochhaus, unsere Hartz-IV-Siedlung hier in Frankfurt, die wir da errichten. Das muss einfach sein. Jetzt fällt mir hier auf, ich habe keine Arbeiter mehr, weil hier gerade zwei Leute schon wieder gestorben sind. Was brauche ich denn im Moment nicht? Ich brauche im Moment keine Forester. Oder wenig Forester, weil ich genug Holz habe. Ich brauche aber Bilder. Die werde ich dann auch dementsprechend hier einen werde ich einsetzen. Den Blacksmith brauche ich im Moment auch nicht. Dann kann ich hier noch einen zweiten einsetzen. Und dann sollte das passen. Ich habe ja genug Tools. Das ist okay im Moment. Ich habe ja auch welche noch eingelagert hier beim Trader. Also alles überhaupt kein Problem. Lassen wir einfach mal weiterlaufen. Auch unser Trader, wenn er nichts zu tun hat in dem Moment, natürlich wird er ja hier arbeiten, um Ressourcen abzubauen, was da hinten ja auch fleißig gemacht wird, so wie ich das mal vermute. So, hier unser Friedhof füllt sich schon, 4 Gräber, das bleibt natürlich nicht aus. Unsere Bevölkerung wächst weiter, ich habe ja neue Häuser gebaut, also wir haben jetzt die 60 weit hinter uns gelassen, bewegen uns schon auf die 70 zu, somit rückt die 100 ja auch in greifbare Nähe. Ist das nicht schön? So. Weitere Kinder werden geboren. Ja, so muss das doch laufen. Pimpert! Pimpert für Frankfurt. Ja. Dumdi-dumdi-du. Was brauchen wir denn hier alles? 25 Holz haben wir schon drin. 100 brauchen wir. Und 45 Steine. Ja, die Steine haben wir auch. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also dieses Boardinghaus wird da dem nichts entstehen. Dann sind wir da auch schon mal für... eventuelles Nomaden oder eventuelles Nomadenvolk gerüstet. Jetzt hätte ich schon fast wieder was anderes gesagt. Ich muss mich hier manchmal ganz schön zusammenreißen. Okay. Reserve of Firewood is low. Warum? Das kann doch nicht sein. Wo ist denn das ganze Firewood hin? Oh, ein Trader. Was hat er für mich? Moment, wir machen erstmal Pause. Da sind doch die Nomaden. Als hätte ich es gerochen. Als hätte ich es gerochen. Okay. Corn Seeds für 2500. Und er akzeptiert alles hier. Kriege ich 2500 zusammen. Wir sind bei 900. 1500. 1900. Ja, oh, oh. Viel zu weit, viel zu weit. 2560, 2480 sind wir. Ah, ich habe jetzt keine Lust hier doof rumzurechnen. Die Herbs, die kann ich ihm schenken, dafür, dass er uns wunderbare Corn Seeds mitgegeben hat. Mit Korn können wir dann, Mais anbauen. Ich weiß gar nicht, daraus kann man, glaube ich, auch wieder in der Brauerei Schnaps brennen. Und das macht die Leute bekanntlich froh.
Dann haben wir hier die Besoffenen rumtorkeln. Super, finde ich gut. Auf jeden Fall will ich die haben. Und auf Wiedersehen. Sehr geil, sehr geil. Corn Seeds. Langsam, langsam, langsam läuft es doch. Okay. Food Limit haben wir erreicht. 10.000. So. Machen wir mal hoch auf 11.000 wieder. Ich frage mich, wie viele Nomaden sind jetzt hier? 4 Nomaden wollen bei uns einziehen. Die brauchen wir im Moment. Wir brauchen Arbeitskraft, das ist okay. 4 Nomaden werden uns hier nicht aus der Bahn werfen, was ja Nahrungsproduktion etc. angeht. Von daher ist das schon okay. Ja, die werden jetzt auch gleich mithelfen, hier dieses Gebäude hochzuziehen. Die habe ich gleich mal als Bilder eingeteilt, dann ist das schon mal okay. Und jetzt haben wir schon wieder dieses Firewood-Problem hier. Also scheinbar kommen unsere Woodcutter hier nicht hinterher. Vielleicht werde ich da noch einen dritten platzieren müssen. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Leute, die ich einteilen kann. Von daher könnte man sich das überlegen, noch einen dritten Woodcutter hier einzusetzen. Natürlich passt der hier nicht hin, weil da so wieder so ein verkackter Berg ist. Na dann, müssen wir einfach hier. So, dürfte ja schnell erledigt sein. Dann haben wir da auch vorgebeugt. Nicht, dass unsere Leute hier im Winter erfrieren. Das wäre unschön. So, wir haben auch nur noch einen Arbeiter. Klasse. Aber dafür haben wir keine Homeless People. Weil... Moment, ich habe dieses Haus gerade umsonst gebaut, weil die sich andere Häuser gesucht haben, wo sie dann mit eingezogen sind. Sind ja wieder ein paar Leute gestorben. Ach, naja, gut. Im Moment brauchen wir 3 Bilder. Die lassen wir nur... Na, 2 reichen. Dann haben wir 3 Arbeiter. Dann kann ich einen wieder als Blacksmith einsetzen. Und... Wo habe ich noch Leute abgezogen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo haben wir Leute abgezogen? Ach so, bei den Jägern könnte ich noch einen einsetzen. Wir brauchen ja Kleidung. Da kam auch noch ein Arbeiter hinzu. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Forester. Und dann haben wir einen Arbeiter plus die Leute, die dann halt nicht arbeiten, weil Nahrungskapazität etc. erreicht ist. Das wird schon passen. Ja, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. Die ersten Nomaden hier in Frankfurt. Das Boardinghaus ist fertig für eventuell anderen Zuwachs. Wir haben keine Homeless People. Ja. Nein! Was ist das? Tuberkulose. Nein, Pest und Cholera. Oh. Ich sehe es schon. Meine ganze Bevölkerung wird dahin gerafft. Da gibt es eine Sache, die wir jetzt bauen können. Und das ist ein Krankenhaus. Oh Gott. Wo war denn das? Bei Town Service? Hier. Oh je, oh je, oh je. Wo setzen wir das hin? Am besten hier zentral. Das wäre super. Boah. Das hat jetzt natürlich Priorität. Haben wir noch so viel Iron? Haben wir noch? Steine fehlen. Scheiße. Und ich habe es dann natürlich alle verkauft. Oh je, oh je, oh je. Wird das noch fertig, bevor unsere ganze Bevölkerung dahin gerafft wird? Hallo Olli, viel Spaß bei Project Zomboid. Ein schönes Spiel habe ich in der frühen Alpha gespielt. Ich hatte dann auch überlegt, ob ich es mir jetzt hole, aber ehrlich gesagt, ohne Multiplayer möchte ich es mir nicht holen. Und ja, im Moment kotzt mich auch so ein bisschen an mit diesem Early Alpha Zeug. Ich weiß nicht, also mal sehen, ob ich es mir noch hole. Ich bin unschlüssig. Project Zomboid, wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt einfach mal einen Kommentar, dann kann ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob ich das mache. So, wir brauchen Stein, deswegen hier diese ganzen Markierungen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich hier das Krankenhaus bauen kann, bevor meine ganze Bevölkerung dahin gerafft wird. Wahrscheinlich haben mir dieses Zigeunerpack hat mir Pest und Cholera in die Stadt gebracht. Es war ein Fehler, ich weiß. Ich wollte auch noch sagen, dass wir unbedingt jetzt uns mal darum kümmern müssen, wo die Stadt jetzt wächst. Ja, um Hygiene etc. Ach, so ein Dreck. So ein Dreck. Oh, ich wollte ja ein bisschen vorspulen. Nein, jetzt geht er nicht rein. Dass man Leute nicht so wie bei... Ging das bei Black and White? Dass man die Leute einfach mal gekillt hat irgendwie so. Scheiße. Nein, die stecken immer mehr Leute an. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott.
Scheiße. Ist das das Ende? Ist das das Ende von Frankfurt? Die Seuche in der Schläuche, ey. Ja, macht doch. Baut schneller, baut um euer Leben. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, jetzt hört doch auf, immer mehr Leute anzustecken. Oh, wenn er so weitergeht, brauche ich gleich ein zweites Krankenhaus. Oh, shit. Und wo ist der ganze Stein hin? Das gibt's doch nicht. Ich brauche Stein. Ah nein, der ist beim Trader. Ich sehe es schon. Da, 100 Stück. Oder? Ne, 27 ist da beim Trader drin. Dann machen wir das auf 0. Dann wird das hoffentlich wieder zurückgebracht. Uiuiuiui. Okay. Iron ist fast komplett drin. Jetzt fehlt uns wieder Iron. Ich glaube, ich... Ach du Scheiße. Die haben alle die Seuche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche alles hier bei Arbeiter. Oje, oje, oje. Alles zurückfahren. Absoluter Notstand hier in Frankfurt. Oh, ich muss das nachher alles wieder irgendwie wieder richten, was ich hier gerade gemacht habe. Aber was sollen wir machen? Scheiße, und dann brauche ich hier irgendwo in der Nähe muss doch Iron sein. Hier, da. Das brauchen wir. Her damit. Ne, hier ist kein Iron. Ist hier noch irgendwo Eisen? Scheiße. Oje, oje, oje. Ich will gar nicht mehr hinsehen. Boah. Meine Güte, jetzt baut doch mal zu Ende da. Bringt die Rohstoffe ran. Schneller! Da fehlt ein Eisenstück. Ein Eisenstück. Oh, Merchant. Oh nein, der erste ist gestorben. An Pest und Cholera. Oh. Hat er was für mich? Er hat Eisen. Oder? Nein, Quatsch. Potato Seeds. Na, danke, verpiss dich. Oh. So eine Scheiße. Ich brauch Stacheln. Und Eisen. Und der nächste stirbt. Oje, 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 oje. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Kranke. Okay. Dann nehmen wir noch ein paar Fische als Arbeiter. Wir brauchen die Rohstoffe ganz dringend. Mein Gott, jetzt karrt doch mal ein bisschen Eisen ran. Meine Fresse. Oh, das war so blöd, ne? Dass ich das Ding noch nicht gebaut habe. Ich hätte es locker bauen können. Es wäre gar kein Problem gewesen. Scheiße, scheiße, scheiße. Und der nächste stirbt an Tuberkulose. Das war's mit, wir kommen demnächst an 70 ran. 10 Leute krank im Moment. 10 Leute. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wirft uns um Jahre zurück wieder. Um Jahre. 2 Leute krank. Oh, ja, die Krankheit hat sich gerade selbst ausgerottet. Na klar, die rottet sich aus, bevor... ja, ne? Bevor ich die Heilung habe. Ist das ätzend. Gut, es ist keiner mehr krank hier. Die Frage ist, kommt demnächst wieder... bricht da demnächst wieder was aus? Oh, shit. Wobei, so viele Leute haben wir gar nicht verloren, oder? Wir haben jetzt... 58... 69! 69 Einwohner, so wie es aussieht. Oh. Trotzdem ärgerlich. Sehr ärgerlich. Jetzt muss ich mal anfangen, das Ganze hier wieder zu normalisieren. Wir brauchen 3 Farmer. So, Gott sei Dank haben wir so viel Essen auf Lager. Das hat uns, glaube ich, nochmal den Arsch gerettet. Dann Fischer. Gut, brauche ich im Moment. Ja, mache ich nochmal einen dazu. Haben wir zur Hälfte besetzt. Farmer oder Quatsch, Hunter brauche ich wieder. Und Woodcutter wollte ich ja noch einen hinzusetzen. Und einen Schmied bräuchte ich noch. Ja, da muss ich wieder irgendwo was wegnehmen. Ich habe die Wender weggenommen, oder? Für den Markt? Nee, habe ich nicht. Sehr gut. Ja, komm, nehmen wir nochmal einen Forester weg. Und
dann haben wir wieder einen Arbeiter. Das ist okay. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Und hoffen, dass wir demnächst wieder ein paar Kinder bekommen, die das Ganze hier abfangen können. Ey, scheiße. Aber gut, dass sich die Seuche quasi dadurch ausgerottet hat, dass alle Kranken erstmal weggestorben sind, quasi auf einmal. Ich weiß, es ist traurig, aber immerhin überleben wir das Ganze und nicht die ganze Stadt wurde vernichtet. Ja, da haben wir ein bisschen Bevölkerung verloren. Ich habe gedacht, es wird jetzt schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die nächsten Kinder werden auch wieder geboren, aber trotzdem wirft uns das Ganze natürlich zurück. Also nehmt erst das ganze Nomadenpack erst an, wenn ihr auch wirklich ein Krankenhaus da habt. Dann wäre das nämlich kein Problem gewesen. Dann rennt er nämlich da rein und lässt sich verarzten und alles ist gut. Und steckt vor allem auch niemand mehr an, weil wenn kein Krankenhaus da ist, dann rennen die halt rum und stecken immer mehr Leute an. Das ist bitter. Gut, ich würde vorschlagen, ich mache an der Stelle wieder einen Cut oder eine Pause und hole euch dann dazu, wenn unser Krankenhaus fertig ist und ich weiter daran arbeite, dass wir endlich mal die 100 Einwohner-Marke knacken. Wir haben ein Boardinghaus geschaffen, das Krankenhaus unterwegs, der Friedhof füllt sich, der Jäger ist da. Wir haben die ersten Nomaden akzeptiert, wir haben uns die Grafen angeguckt, jede Menge, was wir heute gemacht haben. Traded Items können wir uns nochmal angucken, das ist das, was wir alles beim Händler schon erstanden haben. Da wollen wir natürlich am Ende alles voll haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ich fand's spannend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn!